Am 21. April 1918 trafen Rittmeister Manfred von Richthofen und der Royal Air Force Captain Roy Brown aufeinander. Für den deutschen Baron war dies ein weiteres Duell. Der Kanadier kam, um einen Gegner zu töten. Von Richthofen blieb in 82 Luftkämpfen Sieger. Bewundert von seinen Kameraden, von Freund und Feind geachtet und gefürchtet. Rat kommt schon vor, wie bestellt. Bring ein Glas Shampoos mit uns. Ihre Maschinen sind berühmt, Herr Fokker, und Sie verdienen diesen Ruhm. Das ist die große Überraschung. Ich glaube, mit diesem Typ sind wir allen anderen voraus. Sie sind morgen schon wieder an der Front. Ehrlich, ich beneide Sie. Ich muss mich hier am grünen Tisch rumschlagen. Braun erlebte, wie seine Kameraden einer nach dem anderen abgeschossen wurden. Und lernte aus ihren Fehlern. Von Richthofen. Es wird erwartet, dass alle Gentlemen sich an dem Toast beteiligen. Ihr von Richthofen wird von Ihnen vielleicht hochgeschätzt, aber von mir nicht. Am 21. April 1918 kam es zum entscheidenden Luftkampf zwischen Manfred Freiherr von Richthofen und dem Kanadier Captain Roy Brown.